Ihr fragt euch gerade, hat der eine Schwimmbrille auf? Geht der schwimmen? Ja. Wisst ihr, wo ich bin? Ich bin im Atlantis, im Schwimmerbecken. Es ist kein Wasser da. Und da ist ein Novum. Die erste Trainingseinheit im Atlantis, im Schwimmbecken, die wir heute gemeinsam machen. Ohne Wasser. Also, ich kann nicht so lange die Luft anhalten, wenn ihr denkt, ich bin unter Wasser. Bin ich nicht. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Wir beginnen mit dem Training. Diese Woche werden wieder einige Challenges auf euch warten. Es werden wieder Bauchübungen, Rückenübungen, alles wird diese Woche eingestellt. Und ich freue mich, wenn ihr regelmäßig dabei seid. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Ihr seht, ich habe hier Abstand genug. Macht das auch. Trainiert zu Hause, bitte nicht in Gruppen. Nehmt euer Training auf Video, spielt Musik dabei ab, macht das Fenster auf. Bleibt aber bitte alleine. Das ist meine große Bitte an euch. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Noch eins, das Wochenende war wirklich hart für alle. Man ist zu Hause, man sieht seine Freunde nicht, man telefoniert nur. Wir sehen euch nicht und das ganze Team vom Atlantis, wie auch bestimmt in allen anderen Einrichtungen, Restaurants, Kneipen, Bars, alles, was wir dort haben, Fitnessstudios. Wir vermissen alle euch zu Hause. Trotzdem sind wir jetzt für euch da. Und ich werde heute mal wieder ein Workout machen, 30 Minuten. Ich denke, es geht los. Und jetzt mache ich erstmal die Musik an. Wartet, lauft nicht weg. Ich mache mal lauter. So, einen Moment, ich bin sofort da. So, ihr seht, das ist alleine gar nicht so einfach, das hinzukriegen. So, jetzt hier im Becken. Wir machen das wie immer. Wir bewegen uns erstmal auf der Stelle ganz locker. Sehr gut. Nehmt die Schultern schön mit nach oben. Genau. Oh ja, ich habe wieder wunderbare Musik ausgewählt, glaube ich. Sehr gut. Tief einatmen und ausatmen. Genau. Ganz locker laufen wir erstmal. Sehr schön. Seid ihr fit? Geht's euch gut? Oder habt ihr auch, wie ich am Tag dreimal gegessen oder viermal, Katastrophe zurzeit, oder? Man meint, man muss immer essen. Das ist das Blödeste überhaupt. Also, versucht mal auf zwei Mahlzeiten runterzukommen. Wir brauchen gar nicht so viel zu essen jetzt. So, Schulter mitnehmen. Und jetzt laufen wir mal auf der Stelle. Lasst schön Arme hängen. Genau. Und seht, wie immer beim letzten Mal auch, lauft schön auf euren Fußballen. Genau, so ist das richtig. Nehmt die Schultern mal extrem mit nach oben und zieht schön die Schulter hoch. Sehr gut. Das Ganze noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden. Wir machen noch keine Pause. So, genau. Und die Hände nehmen wir zum Himmel. Genau, wir laufen schön weiter. Ihr atmet tief ein und atmet tief aus. Atmet mal durch die Nase tief ein und durch den Mund aus. Noch drei, zweimal. Sensationell. Eins, prima. Und sehr schön. So, wir machen mal den Holzhacker. Professor Frohböse hat gesagt, das ist der Holzhacker. Jawohl. Und jetzt geht ihr locker runter, macht alles erstmal langsam, atmet tief ein und tief aus und streckt euch schön nach hinten. Das Ganze jetzt noch dreimal. Sensationell. Zwei und einmal. Locker. Prima gemacht. So. Stell mal die Beine mehr als schulterbreit auf. Mit der rechten Hand gehen wir zum linken Bein und öffnen, jawohl, unseren Brustkorb. Und rotiert schön zur Seite, geht in die Knie und atmet ein. Und wenn ihr hochkommt, ausatmen. Öffnen, drei, klasse, zwei und eins. Ihr glaubt gar nicht, wie ihr hier fehlt. Wahnsinn. Aber hier seid ihr ja. Seite wechseln. Jetzt links hoch. Und sehr gut, kommt. Jawohl. Sehr schön. Und
fünf, kommt und vier und drei und zwei und eins. Lockern mal laufen, das kennen wir aus den Fußballstadien. Das machen die Profis auch immer, was wir jetzt machen. Wir heben mal das rechte Bein an, öffnen die Hüfte nach links und rechts. Jawohl. Schön nach oben. Leute mit Hüfttaps, also mit Hüftprothesen, müssen bei solchen Übungen natürlich aufpassen. Jawohl. Noch drei. Schön hoch. Zwei. Und eins. Ihr kennt das. Beine bleiben gerade. Wir atmen tief ein. Hände auf die Oberschenkel und wir atmen aus und wir gehen runter und kommen hoch. Uiuiui, Wochenende hat aber Spuren hinterlassen von den vielen Couchsitzen. Ich bin tatsächlich ein bisschen verkürzt. Jawohl. Und noch zweimal. So schnell geht das. Wir dürfen nicht nachlassen und hier einrosten. So, und jetzt komme ich aber runter, Andi. Und, ah, herrlich. Jawohl. Sehr gut. Jetzt könnte ich eigentlich mein Seepferdchen machen. Ich würde jetzt den Ring aus 2 Meter locker rausholen können. Sehr gut gemacht. Also ich habe das jetzt gut gemacht. Locker nochmal laufen, sehr schön. Gleichgewichtsübung. Ich habe das beim letzten Mal gesagt. Fuß auf den Boden und zwar den linken. Ich komme mal näher ran, kann man das sehen? Ich weiß es nicht, ob man das jetzt sehen kann. Schaut her, ihr müsst versuchen, mal nur den großen Zeh anzuheben. Dann nur die kleinen Zehe. Sieht man jetzt gar nicht so gut, großer Zeh, nur kleiner. Mit den Händen können wir alles, wir müssen mit den Füßen arbeiten können. Deswegen, ihr seht, ich habe wieder keine Schuhe an. Bleibt bitte auf dem linken Bein stehen. Zeh krallt sich in den Boden, jawohl, sehr gut. Habe ich heute Morgen übrigens im Radio gehört, bei Kirche in WDR, haben mir gesagt, man muss fest am Boden verankert sein und sich Richtung Himmel öffnen. Machen wir auch gerade. Guckt mal. 5, gut, 4, ah, das war nicht so gut, 3, 2, 1, Seite wechseln. Rechter Fuß auf dem Boden, Zeh presst sich schön in den Boden rein, der große Zeh. Und dann seid ihr fest verankert und dann schmeißt uns nichts um und nichts passiert. So, 5, gut, 4, 3, 2 und 1. Immer wieder locker, locker laufen. Wir machen in diesen 30 Minuten fast keine Pause. Kleine Trinkpause vielleicht. Linkes Bein seitlich, schwingt seitlich rum. Wieder Gleichgewicht. Das ist immer auch eine Sturzprophylaxe und auch gleichzeitig Übung für die Rückenmuskulatur. Ihr merkt, wie die Füße ausgleichen müssen. Seite wechseln. Jawohl. Sehr gut. Einige Übungen, die meisten Bewegungen, die wir machen, werden immer gehirngesteuert. Und dann gibt es Übungen, das Ausgleichen ist durch das Rückenmark. Und das ist einfach eine Bewegung, die wir nicht koordinieren können. Und das ist gerade gut für unsere Rückenmuskulatur, für die tiefe Muskulatur im Rücken. So an Fersen und 3 und 2 und 1. Wir strecken uns einmal nach rechts, kurz lockern und nach links, so nach oben, schaut her, hochgehen, sehr gut. So, heute fangen wir an mit Schultermuskulatur. Ich habe was vorbereitet, das seht ihr, hat jeder zu Hause. Ihr wisst das, heute nehme ich mal die 1,5 Liter Flaschen. Wir machen zuerst Schultermuskulatur, da sind wir ja verspannt. So, wir bleiben diesmal fest stehen, Beine sind gebeugt und wir gehen jetzt hier mit, das heißt die Übung Seitheben. Wir gehen seitlich hoch, ihr seht das, genau. Und wenn ihr oben seid, dann machen wir es so, als wenn wir ein Glas auskippen wollen. So gehen wir hoch, jawohl. Erst nur bis auf Schulterhöhe, Ellbogen, Handgelenk in einer geraden Position. Immer wenn ihr euch belastet, atmet ihr aus. Und das machen wir jetzt nicht immer so 4, 5, 6 Mal, nein. Jetzt fangen wir an. Und das sind 1,5 Kilo, 1,5 Liter. Und jetzt machen wir das 20 Mal. Jetzt und 1 und 2 und 3. Wir müssen schon mal dahin kommen, dass der Muskel auch brennt. Und 5 und 6. Kommt. Und 7 und 8
Jawohl, jetzt merkt man schon was in der Schultermuskulatur. Und da machen wir weiter. Wir atmen ein und atmen aus. Wir sind bei 16, 17, 18 und 19. Und noch, kommt 5 und 1 und 2. Seht ihr? 3, 4 und 5. So haben wir die Schulter schon gut trainiert. Locker laufen und zieht die Schulter nach oben, dass die Verspannung aus dem Nacken rausgehen. Jawohl. Ihr könnt natürlich auch in diesen Flaschen Sand reinfüllen. Dann ist das schwerer. Und nach vorne kreisen. In dem ganzen Training, was wir jetzt machen, immer wieder Bewegung. Wir bleiben so gut wie gar nicht stehen und ruhen sich aus. So, toll gemacht. Jetzt laufen wir auf den Fußballen weiter. 90 Grad hoch. Ich mache von der Seite vor, hier hoch. Jawohl. Und da auch. Da machen wir jetzt nicht 10 jede Seite, sondern ab jetzt 20 jede Seite. 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Klasse. Und 7 und 8 und 9 und 10. So merken wir die Schultern. Und 12 und 13 und 14. Komm, 15, 16. Super. 17, 18, 19. 20. Mega. So, auch wieder keine Pause. Geht ins Hohlkreuz rein. Bauch ist angespannt, Rücken ist angespannt, Beine sind angespannt. Und jetzt machen wir fliegende Bewegung nach hinten hin. Und jetzt, wenn ihr das könnt, geht die Hand nach hinten. Wir machen wieder diese Auskippbewegung. Und auch 20. Steht schön fest. Kopf ist gerade. Immer in Verbindung Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Schaut nicht nach oben. Jawohl. Und jetzt noch. 10 und 9 und 8. Kommt. 7 und 6, 5 und 4, 3, 2, 1. Locker laufen. Sensationell hier ganz alleine im Becken. So, wir laufen wieder hier nach oben. Jawohl. Kommt. Hochziehen, 5. Normalerweise an meinen Montagskursen, die ich immer gemacht habe, habe ich immer allen Leuten erzählt, was ich so am Wochenende erlebt habe. Wo ich war, wenn ich essen war oder wenn wir feiern waren, konnte ich immer meine ganzen Erfahrungen, mein ganzes Wochenende erzählen. Das war immer super. Heute, ja, ich war mit meiner Familie zusammen. Wir haben dreimal am Tag gegessen, manchmal viermal. Wir waren viel spazieren. Oh, spazieren ist ja auch so eine Sache für mich, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht so. Ich bin jetzt kein Spaziergänger. 5, 4 und das hat so getäuscht. Ne? Die Sonne, es war immer so sonnig und dann war dieser kalte Wind. Ha, und mal am Wochenende auf der Couch war nicht so schlecht, aber mehr habe ich gar nicht erlebt. Ich habe noch Dirty Dancing geguckt am Sonntagabend. Samstagabend auch nichts gemacht. 3, 2, 1. Aber irgendwie die Zeit auch gar nicht so schlecht. So diese Zeit entschleunigt. Und mit der Familie zu begegnen, auch eine tolle Sache. Ihr seht, was ich jetzt mache. Jetzt haben wir die ganze Bewegungsamplitude. Das heißt, jetzt gehen wir über Kopf. Während ich rede, trainiert ihr immer weiter. Genau. Wir machen keine Pause. Gleich ist die Schulter vorbei. Habt ihr mega gemacht. Kommt und lauft schön weiter. Ich merke auch, langsam transpiriere ich. Sehr gut. Jawohl. Komm, noch 5. Mit so einfachen Geräten können wir trainieren. Ne? Das ist Wahnsinn und wir sind trotzdem zusammen. Wunderbar. Und 4. Komm, der Muskel muss jetzt schmerzen. Komm, 3. Und 2. Und 1. Und locker. Und locker. So, jetzt nehmen wir mal die Beine mit dazu. Schaut her. Ich schwinge langsam vor und zurück. Und gleich machen wir mal eine Übung, wie das die Gewichtheber machen. Dann nehmen wir die Beine direkt mit dazu. Und die Hantel bis jetzt noch nicht aus der Hand gelegt. Und seht hier, das ist, ich hopse immer so ein bisschen. Und das Hopsen, dieses Reaktive unten abzufangen, auf den Fußballen zu landen und den Schwung abzufallen. Unglaublich anstrengend. Jetzt gerade in der Zeit wichtig. Wir trainieren damit Herz-Kreislauf-System. Das heißt auch die Lunge. Das heißt, wir müssen viel atmen. Wir brauchen viel Sauerstoff. Und kräftigen dabei unsere Lunge. Ihr habt das Fenster auf. Ich bin im Becken. Nicht unter Wasser. 5
Oh, da habe ich gleich einen guten Witz. 4, 3, 2, 1. Sensationell. So, erzähle ich gleich. Da habe ich nicht vergessen. Puh, ist anstrengend. So, wir bleiben in der Position. Bleibt gerade. Jetzt, ich mache das seitlich. Ihr geht runter. Die Hantel ist nah am Körper. Die Wasserflaschen sind nah am Körper. Und wir machen jetzt nichts anderes, wie alle Hochleistungs-Fitness-Sportler. Wir machen jetzt Gewichtheben. Jawohl. Hopp, und eins gehen wir hoch. Jetzt trainieren wir eine ganze Muskelkette. Beinmuskulatur, Gesäß, Rücken, Schultern, Bizeps, Trizeps, jawohl. Und auch hier habe ich heute gesagt, wir wollen heute das forcieren. Und jetzt, wer in Form ist, und ihr seid in Form, macht das jetzt 10-mal schneller. Jetzt werden wir das Tempo erhöhen. Atmet aus, wenn ihr hochkommt. Und ich merke das selber, jetzt wird es anstrengend. Und jetzt hauen wir mal 10 raus, komm, 10. Trotzdem sauber bleiben, 9 und 8 und 7. Ihr seht, ich habe die Hantel immer, die Wasserflaschen nah am Körper. Genau, dass wir den Rücken nicht belasten. 3, kommt, 2 und einmal. Halleluja. Ist das anstrengend. So, weiter geht's. Wir laufen auf dem Fußballen. Schaut her. Bizepsmuskulatur. Da ist er. Den wollen wir jetzt trainieren. Jetzt gehen wir hin. Lass den Arm lang hängen. Genau. Wir laufen immer weiter. Wir wollen in dieser ganzen Trainingseinheit keine Pausen projizieren oder produzieren. Wir wollen Training produzieren. Jawohl. Sehr gut. Jawohl. Top. Kommt weiter. Ganz schön anstrengend. Ellbogen gerade. Und hoch. Jawohl. Und jetzt noch 10. Und Leute, die bei mir trainieren, die wissen, dass das jetzt gleich kommt. Gleich kommt ein 21er Satz. Den machen wir jetzt. 21er Satz für Leute, die das nicht wissen. 3x7 in verschiedenen Winkelformen trainieren wir jetzt. 3, 2, 1. Ich mache vor. Wir fangen oben an. Hoffentlich verzähle ich mich nicht. Jetzt geht es runter auf 90 Grad. 7x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt von unten 7x auf 90 Grad. Und ihr seht, ich habe den Ellbogen nicht am Körper gelegt. Ich bin frei. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt 7 ganze. Und 1. Und jetzt können wir reinkommen. Komm, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 reicht ja, genau. Und locker laufen, umziehen. Wir haben jetzt der Agonist. Ah, ich kenne mich auch aus. Der Agonist war jetzt der Bizeps. Jetzt trainieren wir den Antagonisten, also den Gegenspieler. Da ist der Trizeps, der eigentlich für die Arme viel wichtiger ist. Hier rein. Ihr bleibt leicht in den Knien stehen, Bauch ist gespannt. Zieht den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und jetzt lasst ihr mal hier die Arme fallen gleichzeitig. Vielleicht merkt ihr auch jetzt einen Unterschied zu rechts und links. Das machen wir jetzt 20 Mal. Und 1 und 2. Atmet aus, wenn ihr hochkommt. Jetzt atmen, trainieren wir langsam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kommt weiter, 15, 16, keine Pause hier nach, 17, 18, 19, 20, keine Pause. Linker Fuß nach vorne, bleiben Hohlkreuz, Bauch gespannt, Rücken ist gespannt, Kopf in der Verlängerung, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Und jetzt gehen wir hier mit dem Ellenbogen, strecken wir, wieder Trizepsmuskulatur, bleibt schön gerade, Gewicht auf beide Beine gleichzeitig verteilen. Jawohl. Und jetzt kommt. Jawohl. Sehr gut. Noch 5 und 4. Keine Pause. Und 3 und 2 und 1. Sehr locker. Super. Genau.
Beinmuskulatur, Innenseite, Oberschenkel. Adduktoren, nehmt die Flaschen beide zusammen. Sieht das doof aus? Stimmt, ne? Mach ich das mal so. So, und jetzt geht ihr runter und kommt hoch. Das machen wir jetzt langsam. Das machen wir jetzt ganz langsam. Schaut mal, meine Fußspitzen sind nach außen gestellt. Die Knie gehen Richtung Fußspitzen. Mein Gesäß geht zurück und ich versuche nicht mit den Knien über die Fußspitzen zu kommen. Der Rücken arbeitet gar nicht. So hebt ihr auch zu Hause Gewichte an. Der Rücken macht nichts, nur Beine. So, noch 5, jetzt passt auf. 4, jetzt wird schwer. 3, 2, 1. Jetzt bleiben wir in der Position, kennen wir. Schau her. Da bleibt ihr jetzt. Ja, das ist sensationell. Und jetzt gehen wir vor und zurück. Bleibt tief stehen, Rücken ist gerade. Jawohl. Jetzt merkt ihr in deine Oberschenkelmuskulatur. Jetzt müsst ihr kämpfen. Ja, noch, komm, halten. Nicht sagen, ich kann nicht mehr. Was ist da los? Hopp. Bei der Iris, bei der Claudia, beim Berti, beim Johnny. Was ist da los? Kommt. Weiter. 5. Und was mir noch unglaublich fehlt, ist die Gespräche hier morgens, sind die Gespräche an der Theke über Fußball, über Bayern, über Schalke, was Harit jetzt gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Müssen wir verfolgen. Komm, 5 und 4. Und warum die nicht gewonnen haben. Und 3 und 2. Und wer der beste Trainer ist. 2. Und da war doch Abseits. Da war ein Foul. Wenn man die Gespräche anhört, kann ich euch sagen, ich bin ja auch Fußball, ich mache immer mit, man braucht nur 10 Phrasen. Du kannst jeden Montag mitmachen. Dann weißt du genau, was du zu sagen hast. 3-mal, heieiei, 2-mal, 1-mal und oh. Huiuiui, war doch anstrengend. Locker. 1-mal noch Beine. Jetzt machen wir wieder noch ganz normale Kniebeugen. Jetzt bleiben wir, Füße sind schulterbreit, ein bisschen mehr. Die Hantel bleibt gerade. Wir gehen runter. Ich mache das seitlich vor. Jawohl. Sehr gut. Jawohl. Und wir haben so eine herrliche Tippgemeinschaft hier im Atlantis. In der ersten Halbzeit der Spielrunde war ich immer Erster, Zweiter und Dritter. Und habe gesagt, ich bin Experte. Und am Ende der ganzen Geschichte war ich, glaube ich, Vorletzter. 5, 4. Also hat sich rauskristallisiert, ich war doch kein Experte. So, seht ihr das? Und wer das kann, wir gehen nur 90 Grad. Das sind so die üblichen Kniebeugen 90 Grad. Und jetzt sage ich euch was, euch zu Hause. Wer fit ist und das kann, der kann auch tiefer runtergehen. Aber nur dann, wenn ihr keine Schmerzen in den Beinen habt oder in den Gelenken habt. Muskelschmerz ist egal. Unser Knie kann das. Wir müssen immer die ganze Bewegungsamplitude nutzen. Und 3, 2 und 1. Jawohl. Eine Übung noch. Dann machen wir Bauch. Rücken lassen wir heute aus. Der wird beim nächsten Mal gemacht. So, jetzt kommt mal eine Übung. Schaut genau her. Jetzt gehen wir tief runter. Und jetzt kommen wir hoch. Und das ist jetzt hier. Seht ihr? Ich komme mit so einem leichten Sprung hoch. Das machen auch bitte nur die, die keine Gelenkschmerzen haben. Hopp. Jawohl. Und jetzt wieder auf dem Fußballen landen. Tief runter. Und davon machen wir jetzt 20. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6, come on, und 7 und 8, atmet schön dabei, 9, letzten 10, 9, komm, 8, 7, oh, da merkt ihr die Beine, 6, macht weiter jetzt, 5, 4, 3, 2, 1, ja Junge, wenn das nicht anstrengend war, in dieser Pause, und in dieser Zwischenzeit, geht mal runter. Schau mal her, ich, Hammer, Andi, super. 3-mal, 2-mal, 1-mal. So, top gemacht. Jetzt machen wir noch ein bisschen Bauchmuskulatur. Die Hanteln braucht ihr dabei. Ich mache das von der Seite. So, erstmal wegstellen. Ja, nicht umfallen. Oder doch. So, jetzt geht ihr mal nach vorne. Bisschen die Spannung rausnehmen, den Muskeltonus.
Ich muss meine Strümpfe schöner machen. So, das ist besser. So, komm. Zweimal. Einmal. Sehr gut. Bauchmuskulatur. Ablegen. Fersen auf die Matte. Hände neben der Hüfte. Hände anheben. Kopf bleibt in Verbindung. Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Wir schieben die Brust Richtung Decke. Wir reißen nicht am Kopf. Jawohl. Und wer ein Sixpack haben will, da sage ich nachher noch in den nächsten Videos im Laufe der Woche was zu. Jawohl. Muss von diesen Übungen, von Bauchübungen, Crunches, da wird eine Challenge auf euch zukommen. Mal 500 Wiederholungen zu machen pro Tag. Kommt ein Tag. So, und jetzt geht ihr hoch. Und jetzt wieder werden wir die Übung ein bisschen schwieriger machen. Wir heben die Beine an, Hände angehoben. Und jetzt gehen wir immer mit der Brust Richtung Decke. Das Ganze jetzt 10 und 9 und 8 und 7 und 6. Normalerweise frage ich immer in diesem am Montagskurs, ob ich mir die Haare färben lassen soll oder länger wachsen soll oder ob ich einen Bart tragen soll oder nicht. Und dann freuen sich immer alle. Jawohl, jetzt ist keiner da. Frage ich euch mal, ob das vielleicht besser aussehen würde. Die Haare so wie Dieter Bohlen ganz blond oder wie der Wendler ganz schwarz machen sollte. 5, kommt. 4, 3, aber wie Bruce Willis will ich die Haare nicht haben. 3, 2, keine Pause. 1, Beine hoch, Hände über die Brust. Und jetzt Gesäß hoch, hopp, 1, 2, 3. Schau her, ich habe die Knie fast gestreckt, Beine sind oben. Ich hole jetzt keinen Schwung, so wenig wie möglich versuche ich. Und jetzt komme ich hoch, ohne Schwung. Wieder die Übung neu anfangen und hopp. Jetzt merkt ihr gleich schön untere Bauchmuskulatur. Und davon nehmen wir jetzt noch 10 und 9. Und 8, 7, keine Pause, 6 und 5 und 4, hoch und 3, klasse, 2, keine Pause, 1, absetzen, rechter Fuß auf das linke Knie anheben, mit der rechten Hand durch das Beindreieck, zieht mal jetzt das linke Bein zur Brust, ihr merkt eine Dehnung, hier Gluteus Maximus, also ja, Arschmuskulatur. Halten, immer wieder in den Pausen, die wir nehmen, versuchen wir immer wieder weiterhin uns zu mobilisieren, zu dehnen, zu strecken. Aber wir bleiben nicht liegen oder ruhen uns irgendwie aus, sondern wir trainieren 30 Minuten. Habe die Zeit im Blick? Ne, ich glaube nicht, ne? Und dehnen. So, hochnehmen. Jetzt heben die Hände, Handrücken ist auf dem, unterm Po, Handfläche auf dem Boden. Den Kopf könnt ihr leicht angehoben lassen. Beine absenken. Und jetzt arbeiten wir langsam. Hopp. Jetzt arbeiten wir langsam. Erstmal 10-mal. Hopp. Sehr gut. 1, jawohl. 10. Keine Pause. 9, da kommt noch eine Übung gleich zu. Genau. So. Noch 5. Meine Zählweise ist sensationell, ne? 4. Und 3 und 2 und 1. So, und jetzt gehen wir runter, kommen hoch, keine Pause, und heben gleich, hopp, den Po an. Ah, ich wollte ja noch einen Witz erzählen. Geht eine Frau, eigentlich wollte ich einen Mann sagen, ne? Aber ich sag mal Frau, geht eine Frau am Kanal spazieren und sagt, hopp, läuft rum, kommt jemand und spricht dann. Frau an, sagt, Mensch, was machen Sie denn hier schon so lange? Mann, sagt sie, gestern hat mein Mann schwimmen gelernt und heute taucht er schon 15 Minuten. Und hoch, komm ab. Und 5 noch, super. Und 4 und hoch, komm. Und 3, 2, 1. Ich habe hier kein Handtuch auf meiner Matte liegen und ich sehe, ich schwitze. Also war das Training doch tatsächlich anstrengend.
So, atmet ein und atmet aus. Beweglichkeit, genau, jetzt haltet mal. Bleibt in der Cobra. Ich hoffe, die Yoga-Experten verzeihen mir, dass ich das mit so einer Yoga-Bezeichnung mache, diese Übung. 3, 2, 1. Wir gehen nach oben und jetzt kommt der herabschauende Hund und versucht mal jetzt hier Fersen auf dem Boden, Knie gestreckt lassen. Und dann merkt man, ich zeige mal in diesem Bereich extreme Dehnung. Halten auch 10 Sekunden. Diese Übung könnt ihr natürlich beliebig oft wiederholen. Setzt euch nochmal auf die Füße. Jetzt wird auch hier wieder eine Muskelkette gedehnt. Ne? Fußgelenk, Schienbein und Oberschenkelmuskulatur. Hände nach hinten, kommt raus, Kopf in den Nacken und auch halten. Jetzt merkt ihr vorne Oberschenkelmuskulatur. 3, 2, 1. Einmal noch nach oben gehen. Das ist gleichzeitig Dehnung und Kräftigung. Geht rüber, halten, halten. Habe ich das letzte Mal auch gesagt, wer das kann, probiert einmal hier und hochzukommen. Jawohl, das kräftigt den Oberschenkel extrem und dehnt auch extrem. Letzte Übung, könnt ihr auch wiederholen, so oft ihr möchtet. Geht nach hinten, die ganze vordere Seite, Brust, Schultern, Bauch. Alles wird jetzt nochmal beweglich gemacht. 3 und mobilisiert. 2 und der letzte und 1. Eieiei, war anstrengend. Das war das Training für heute. Wir werden in dieser Woche noch mehr Videos drehen. Ich habe das gesagt, wir machen noch was für den Bauch, eine Bauch-Challenge. Wir machen nur ein Bauchtraining, machen Rückentraining. Wir machen mal nur ein Beintraining. Da stellen wir euch rein für die nächste Woche und ich freue mich, wenn ihr zuschaut. Bleibt gesund, bleibt fit und macht weiter und lasst euch nicht runterkriegen. Euer Andi und das Team Atlantis.